Leute, was geht? Herzlich willkommen zu Vlog Nummer 1. Wir befinden uns gleich in Japan, Tokio. Erster Tag. Ich hoffe, ihr habt Bock. Isa und ich waren noch nie hier. AJ war schon da. Stefan war auch noch nie da. Der erste Tag, alle Erlebnisse, alles, was auf uns so, keine Ahnung, wirkt. Heute ist soweit. Wir sehen uns gleich im Flieger. Jetzt gerade sind wir noch in Frankfurt bei Lufthansa in der Lounge. Und gleich sind wir da. Aber auch krass, dass Lufthansa einfach in der Lounge auf Japanisch die Karte hat. Bei Reisegruppe AJ fängt schon mal gut an. Wir sind gerade am Bahnhof angekommen und sehen, unser Zug fällt einfach aus. Wie kommen wir jetzt nach Frankfurt? Wir steigen in einer Stunde ins Flugzeug. Sascha und Isa sind immer noch nicht da. Ich habe auch noch keine Rückmeldung, wo die gerade sind. Die sind bestimmt auf der Autobahn. Wir haben es trotz Deutscher Bahn, Zugausfall super pünktlich geschafft. Ja, wir gehen jetzt erstmal was essen, Digi. Boarding startet in 10 Minuten, Flug geht in 55 Minuten. Sehen wir irgendwo Sascha oder Isa? Wir sind noch gut in der Zeit, würde ich sagen, oder? Ach, hier steht schon am Gate. Ja, komm, wir kommen zu euch. Lass bei Rolex treffen. So viele Uhren und Sascha und Isa sind trotzdem zu spät. Der war schlecht, Mann. Der war so schlecht. Hallo. Meine Freunde, was geht ab? Oh mein Gott, schau, schau, schau. Hallo. Was geht ab? Wir haben schon Labyrinth gespielt im fucking Parkhaus hier. Ich hab gedacht, wir schaffen es nicht mehr, weil hier die Hölle los ist. Weil die ganze Zeit haben wir auch gedacht. Jo, wir müssen da lang, jo, wir müssen da lang, jo, wir müssen da lang. Wir kommen an. Nichts. Ja, weißt du, was viel krasser ist? Isa hat einfach deinen Tipp befolgt mit ohne Hülle. Oh, ja, das war der dümmste Tipp. Ich sag dir, also, das war wirklich bodenlos. Hier, schau dir das an. Das ist der dümmste Tipp. Ich sehe auch richtig schlimm aus. Tut mir leid. Mach einen Filter hier drauf. Mach einen Filter drauf, Dave. Ich habe nicht viel geschlafen, ich bin sehr müde. Nein. Nimmst du gerade das Z50? Scheiße. Was ist, wenn wir in Japan kein Internet haben? Bro, wenn die schlechtes Internet haben, ist es bei uns 5G. Wir fliegen heute wieder mit der Königin, mit der Queen der Lüfte, die 747. Hallo. Ja. Ja. Thank you. Da merkt man schon direkt, Kamera ist cool, weil Kamera kommt ungefähr von da. Nein, ist ja nicht böse gemeint. Ich sag dir eins, dass wir heute wieder mit der 747 fliegen. Nachdem wir ja ein bisschen letztes Mal Gegenwind bekommen haben von der Community, freuen wir uns heute auf den Flug mit der Königin. Und ich bin auch wirklich stolz, dass Lufthansa als deutsche Airline sagt, nein, wir wollen keine neuen Flieger, wir nehmen die alten einfach. Und es ist cool. Ich meine, es gibt nichts Besseres als das Gefühl, dass du mit einem Flugzeug fliegst, was vor deiner Geburt schon geflogen ist. Also Hammer. Kurze Frage noch an der Stelle, Sascha. Warum laufen wir eigentlich, während die beiden hier einfach diese schöne Wand benutzen? Guck mal, David, kennst du David Goggins? Nee. David Goggins hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Google David Goggins und dann weißt du, warum wir nicht da sind, sondern hier. Er trainiert Beine. We made it. Hey, was geht? Psst, nicht zu laut. Die Leute wollen schlafen hier. Wo sind Sascha und Isa hin? Die sind unten, also die sitzen halt woanders. Wir sind jetzt im Flieger. Was geht? Flugzeit beträgt noch 12 Stunden. Ich habe leider kein WLAN. Irgendwie verbindet das nicht. Mir wurde gerade gesagt, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass der hier saß, die Kopfhörer mitgenommen hat. Was sind die da drin? Oh mein Gott. Die sind ja wirklich da drin. Achso, ich habe die gar nicht gesehen. Ich kriege gleich eine Schlaftablette. Ja? Extra stark. Echt? Ja, wow. Kein Scheiß. Du bist, was du isst, Isa, also passt. Sleep Schlaftabletten stark. Ja. Hast du mich gehört? Du bist, was du isst, also passt du dir. Ach du Arsch, ich will keine Schlaftabletten. Ich nehme eine. Oder die ganze Packung. Oh mein Gott, wir fliegen mit der Königin der Lüfte. Alter, das ist fast nicht abgehoben. Es ist fast nicht abgehoben. Wir fliegen los und das Ding, es war gefühlt so noch am Rollen auf der Bahn. Das war so gruselig. Der hat so gefühlt 50 Meter über dem Boden schon direkt gelenkt und so. Ich dachte wirklich, das war's. Ja, ja.
Und ich so, hä, wenn wir so weit, also wenn wir noch nicht so weit oben sind, ist doch nicht schlimm, weil dann sterben wir ja nicht. Ich sag dann doch. Aber wir sind jetzt nach dem letzten Kommentar, nach der letzten Reise in der 747 Fanclub-Gemeinde, deswegen gut kickern an. 747. Auf gar keinen Fall. Mach das auch. Nein. Doch, mach. Nein. Mach jetzt. Nein. Mach das auch. Stopp ist nicht. Okay, der ist im Land der Träume. Oh. Es gibt Frühstück. Das ist mein Frühstück. Pancakes. Und gleich kriege ich noch Tee und Rosa. Er schläft noch, er wollte noch nicht essen, weil er hat 20 Minuten geschlafen. Deswegen den ganzen Tag Flieger hat er versucht zu schlafen. Hat einmal, ich glaube, 5 Stunden einen Film geguckt. Das war irgendwie die Taktik, wo die funktioniert, witzigerweise, hätte ich gedacht. Oh, Scheiße, ich bin aber müde. Herzlich willkommen in Tokio, meine Damen und Herren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bleiben Sie bitte noch angestellt. Jetzt ist die Anstaltsleiste über Ihnen ausgeschaltet worden. Es hat Spaß gemacht mit Ihnen. Wir wünschen Ihnen jetzt eine tolle Zeit in Japan. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie es allen erzählen und bald wiederkommen. Und dann tschüss, danke und auf Wiedersehen. Wir sind in Tokio angekommen. Ich glaube, der Welt hat mich so weggeschaut. Welcome to Tokio. Geil. Ich habe meine Jacke vergessen im Flieger. Aber du hast sie wieder. In so einem Deckenfach habe ich die versteckt. Also ich habe die nicht versteckt, ich habe die reingeschmissen. Aber die war sozusagen versteckt. Und dann sagt der Lufthansa-Mitarbeiter so, ihr habt die Jacke vergessen. Und er so, ja, scheiße gelaufen, war die teuer? Ich so, ja, also ich will die Schuhe noch haben. Und er so, dann also nicht. Ja, schränke nochmal die geschenkt, aber die hat ja trotzdem eine emotionale Wert. Ey, ganz kurz, Stefan, das sieht aus wie ein Schuhkarton und ich nehme es jetzt schon. Ich glaube, hier sind viele Autos, so müssen wir bitte von hinten an. Könnte jetzt auch ein Air Force One nagelneu dran sein. Sieht aus wie so Deutschrap-Phase. Ich spiele gerade zu viel Tetris. Ja, ja. Ich habe auch gerade geholfen, aber es hat er nicht so gefeiert. Was geht hier ab? Wo ist Sascha eigentlich? Hallo! Geh doch mal ganz nah ran, wo ich geil. Lass Skateboard-Videos machen. Da war der erste Super. Der was? Der erste Super. Super? Das Auto ist krass. Es geht. Runde. Wie viele Einwohner hat Japan? Tokio. Oder Japan. Was habe ich gesagt? Wie viele Einwohner hat Tokio? Ja, wie viele Einwohner hat Tokio? Das heißt 31, ich repetiere. 25, 18, 20. Zwei Sake-Shots, oder? laut Google 14 Millionen. Ja, das ist... Lass los. Also Sascha vorhin so, also ich schätze 38, 35 Millionen. Inoffizielle Zahl. Wegen die habe ich verloren. Wegen dir verloren, weil du hast die Entscheidung getroffen, nicht ich. Oh, okay. We made it to Tokyo. We are in Japan. Okay, let's go. Das Ding ist halt auch, ich habe ja so wenig geschlafen gehabt. Ich habe den kompletten Flug über eigentlich so mehr oder weniger gelegen. Und ich bin mit Rückenschmerzen aufgewacht. Dass wir jetzt Bewegung haben, ein bisschen laufen, geil, ich freue mich. Ey, Trettmann, kann ich ein Bild mit dir? Ey, nein. Outfit-Check bei euch beiden. Ja, bei uns. Sie sehen einfach gleich aus. Ihr zwei sehen auch gleich aus. Ey, Mann. Ja, auch. Er hat auch weiße Erfurt. Kommt zu uns. Einfach Times Square. Ja, ich sag doch. Ich weiß nicht warum, ich vergleiche voll viel auch mit unserer USA-Reise. Nur, dass man halt hier weniger Kriminalität ist, ne? Und Sascha, heimlich auf Insta-Stories machen. Nee, ich suche, ey, noch nicht. Ey, wie viel Geld gibst du jetzt da hinten, weil du die Tour aus? Gar nichts, ich feuerte Isa an, Geld auszugeben, weil ich bin auch jetzt. Das ist Cold Turkey, ich gebe kein Geld mehr aus. Glauben Sie, diese Aussage ist wahr? Hey Isa, erster Tag, ey, du sein Versprechen. Was hat er gesagt? Ich werde Isa das verleihen, du selber da was kaufen. Es hat keine 10 Minuten gedauert und die hat sich Schuhe gekauft. Ich habe einfach Schuhe ausgesucht, die Größe rausholen lassen, anprobiert und
saß legit 3 Minuten da, aber so. Okay, ich hol die Schuhe. Leute, ich habe ein Problem, was soll ich euch sagen? Der Suchtberater sitzt ja hier. Aber eigentlich bin ich eine andere. Eigentlich war das mein seelischer Support hier, mich davon abzuhalten, aber. Nee, ich bin nicht der seelische Support, ich bin genau das Gegenteil, ich bin der Teufel, ich verleite dich. Der Schalter. Komm noch mehr, komm noch eine Tasche. Yo, AJ, was hast du denn da schon wieder? Hä, warte mal, hieß es vorhin nicht? Warte mal, Lass uns nicht drüber reden, okay? Mission aber jetzt ist, keine Lebensmittelvergiftung so bekommen. Sieht das hier nach. Nicht, dass es schlecht ist, sondern man kennt die Restaurants ja nicht. Oh, achso, ja. Ich meine, selbst in Stuttgart habe ich mir eine Lebensmittelvergiftung beim ersten Sushi-Restaurant geholt, was einfach 4,5 Sterne hat. Also, ich hab Angst. Let's go. Ich hab Tabletten, falls ich eine Lebensmittelvergiftung bekomme. Holy shit, bin ich satt. So, nächstes Restaurant. Wir schauen uns das Aquarium Dining an. Was erwartest du? Vom Aquarium Dining? Naja, weiß ich jetzt nicht. Keine Lebensmittelvergiftung? Ein Aquarium? Hey Monte, dein Aquarium brennt! Das war's. Die haben wir draußen schon gebracht. Ich hab versucht, meine tiefste Stimme zu machen. Jetzt siehst du gleich nur, wie so eine Schnur von oben reinkommt. Ich finde es auch gut, dass das Essen so gleichzeitig kommt, dass jeder was zu essen hat. Was ist das? Ist das was? Ein süßes Gebäck, oder? Hey, was ist das? Bro, das ist einfach eine Apfeltasche mit Fisch. Wie magst du, Sascha? Ich war noch nicht beim Fischspaß. Ich bin schockiert. Ich esse mein Kaviar. Mein 20 Euro Kaviar. Ist aber in Ordnung. Jetzt, wenn ich mich drauf einlasse. Aha. Genießer. Ja, die sind alle gestärkt, genährt und glücklich aus dem Essen raus. Und AJ, wie ist deine finanzielle Einschätzung jetzt mal in die Zukunft gesehen für den Trip? Kennst du einen guten Insolvenzberater? So, wir sind da, wieder pünktlich. Sascha und Isa, wo seid ihr? Ich glaube, die zwei, die sind eingeschlafen. Was geht ab? Das waren die längsten 5 Minuten meines Lebens. Das waren 35, aber okay. Vorne vergessen, ich wollte ihn noch dahin packen. Mein Zopf hat nicht richtig gesessen, aber jetzt sitzt er, guck, der ist so... Oh, der ist leicht krumm, wie ich sehe. Wie? Aber was ist, wenn ich jetzt so machen würde? Oh, hier kracht's komplett. Ah, Englisch. Kriegst du? Ich wollte Englisch drücken. Achso, das geht da. Oh. Ey, ist es so warm, ne? Es ist bodenlos. Mir ist heiß, ich schwitze. Das Block, ja, man. Ey, tut mir leid, wir sind einfach Dullis. Sorry an ihn hier. Ah, wir haben Scheiße gebaut. Ah, da guck mal, da kommt jemand. Was? Just need a 24 hours. Na, ist denn das? Kann ich mich selber sehen? Ach, sag doch, dass ich scheiße aussehe, Stefan. Du siehst scheiße aus. Das ist viel zu spät. Operation canceled. Please take your IC card and change. Das funktioniert ja super. Der Arme da hinten wartet einfach immer noch. We have a ticket. Does it work? Ich hab noch keine Ahnung, Mann. Ah, hier reinstecken, hier reinstecken. So. Ah. Ich hab gedacht, wir werden hier reingedrückt. Oh mein Gott, ist nicht wie die Videos, so die so. Doch, es gibt schon Stationen, wo das ist. Ich kann mich hier nicht festhalten. Das ist eklig. Und er hält mich schon. Scheiße. Also Reiseführer-Skills hier, da ist glaube ich diese fette Kreuzung, wo alle immer überqueren wollen und im Durchschnitt 2 Leute zertrampelt werden, wenn sie drüber queren.
German TV. German TV. TV. Yeah. German TV? Yes. Really? Yes. I love Germany. Starbucks. Fußballfans. Man weiß, dass das wirklich Hafermilch ist. Und guck mal, wie cute. Hier ist alles cute. Das ist so süß. Ja. Arigato gozaimasu. Arigato. Oh mein Gott, das war gut, oder? Ja. Arigato. Was haben die gerade gemacht? Da war so ein Nasenhandtuch, so ein kleines, was du so öfters benutzen kannst. Und sie kamen also voll lieb trotzdem so, ey, da liegt unser Tuch, das sind unsere Plätze gewesen. Und wir konnten so, wo? Und er hat die hatte 20 Minuten weg. Ja, die hat die Stelle nicht gefunden. Wir saßen dann legit recht lange. Und dann war die Stelle halt so, und die so, ah, da hinten ist das Tuch. Und es ist wirklich so ein kleines Rotztuch. Und so, ja, wir haben es reserviert. Es gibt mir richtige deutsche Vibes. Richtig Cap, Strand, aber auch. Deutsch, Deutschland, nee, warte, Mallorca, 16. Ja, die haben das Handtuch gebaut vor 2 Tagen hier. Die konnten voll gut Englisch. Aber es fand ich einfach nur witzig, weil es so Handtuch-Vibes gegeben hat. Das kennen wir, das kennen wir, sind wir gewohnt. Haben wir verstanden, deswegen sind wir gegangen. Ja, wohl, wären jetzt Amerikaner gewesen, die hätten die richtig auseinandergenommen. Boah, ich glaube, die hätten so gesagt, oi mate, ah, die war das britisch. Sorry, but you weren't here for like 20 minutes, so fuck off. Nein, die reden so nicht. Die Frequenzstelle, die tut geistkrank weh. So, AJ hört das nicht. Hörst du das? Ich hör's nicht. Das ist so zack, 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 zack. Das ist niemals auf Cam. Weil es geht so richtig ins Brain rein. Ja. Ich halte ja meinen Finger davor und es tut immer noch. Boah, hörst du das echt nicht, AJ? Hier ist am stärksten. Ja, das ist keiner von denen, keiner hält sich das Ohr zu. Das ist super schmerzhaft. Nice. Ja, danke, dass du den Podcast uns sagen kannst. Oh, ist grün. Jawohl. Okay. AJ. Yes. Wohin? Wir gehen jetzt Sushi essen. Und ich hoffe, wir haben eine minimal bessere Experience als heute Mittag. Und wie sieht es aus mit Sushi? Wir sind jetzt auch noch ein paar Sushi-Läden vorbeigelaufen. Das wäre der Sushi-Laden, wo wir reingehen wollen. Das Problem ist, da ist Schlange. Ey, wir haben vorhin Powernap gemacht. Wir haben mit Schminke geschlafen. Das ist für die Striptease-Bars oben. Die machen Werbung. Siehst du die? Wie hier? Ah, die ist actually voll hübsch. Die ist actually hot. Warte, erklär nochmal. Was machen die? Die sind machen Werbung für die Striptease-Bars oben. AJ gesagt, alles ohne Gewehr. Crazy, Diggy. Oh mein. Nein, das Diggy, das werde ich nicht sagen. Yo, das ist Diggy, gar nicht mein. Was geht? AJ hier. Was geht, Leute? Sascha und Ellie sind da gerade reingelaufen und man sieht hier nur so eine leicht gekleidete Frau auf dem Plakat. Du kannst dir ganz ziemlich sicher sein. Also, Sascha bedeutet deinen Zimmer schon. Saga, so ein Bang. Moin. Das ist einfach so. Oh. Komm rein. Hallo. Wenn wir entführt werden, dann schon alle, Bro. Immerhin. Ich glaub weg. Also, ich sehe mich im Restaurant, dann bei der Bar Vinny und am Ende bei Miss Saigon. sorry, Ross. No? Ja, mach wohl nichts. Dieser Aufzug tötet heute noch jemand. Der hat keine Gnade, Bro. Wir haben jetzt gesagt, tu. Ah, yes. Echt? Ich wusste es. Ich hab euch gesagt, warum sagen wir das nicht? Tu funktioniert. Nein, die checken es gerade irgendwie. Let's go. Ja, tschüss. Tschüss. Alter. Okay, jetzt hast du kein Fleisch drin. Okay, war es echt nicht schlecht. Ich bin eine gute Gemüsesuppe. Danke. Cheers. Cheers. Chan. Wow.
lach doch nicht, Mann. Themengebiete dieses Ladens zu gehen. Alter, ey, das ist einfach ein getunter Prius mit den längsten Auspuffrohren der Welt. Wichtig und richtig. Sieht aus wie so ein Schwimmbadeingang. Ja, wir werden wieder. Aber halt nach Zombie-Apokalypse. Jetzt heißt es Tequila-Shots. Oh Gott, die kleben, die kleben. Tequila-Shots stimmt für den Verlierer der Challenge. Isa hat übrigens, ich habe übrigens gewonnen, ja. Isa hat gewonnen. Wir revidieren nochmal alles und nehmen es zurück von der Autofahrt. Ist es eine Windel, die ich hier öffne? Was ist das? Isa hat auf jeden Fall gewonnen. Wir haben geschaut. Also der gesamte Raum Tokio hat 38 Millionen Einwohner. Wer hat am wenigsten? Wir haben aber auch nie über den gesamten Raum Tokio geredet. Tokio. Ey, das ist crazy, das übersetzt wirklich in Echtzeit, ne? Ich kann auf einmal die Sprache. 2.15 Uhr und wir sind alle topfit. Jetzt geht's in den Club, oder? Boah, das wäre jetzt tatsächlich. Der Club würde meine Füße umbringen. Wir trinken jetzt jeder nochmal so einen Tetra Pak Energy und irgendwas. Und dann geht's los, würde ich sagen. Isa, mach mal ab, Matthias. So geht das nicht weiter. Oh mein Gott, Isa, du bist auf dem Plakat und machst die Abmod. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr den Like da lassen, abonnieren, kommentieren. Morgen kommt der nächste Vlog. Morgen machen wir crazy Kram. Also sehen wir uns morgen. Ich bin schreit für das Ende. Das letzte Wort hat mal wieder AJ. Sayonara.